Jetzt solltet ihr eigentlich nur dieses schöne Oberoi Hotel und Resort Bild sehen. Und jetzt erzähle ich euch natürlich etwas über die Hotelgruppe, für die ich schon seit über 12 Jahren arbeiten darf. Ja, die Oberoi Hotels und Resorts haben 33 Hotels und Resorts und Kreuzfahrten in 7 verschiedenen Ländern. Es ist eine Hotelgruppe, die schon 1934 gegründet wurde. Also wir gehen stark auf die 100 Jahre drauf zu. Wir haben jetzt fast 88 Jahre Gründung und ihr werdet es kaum glauben. Es gibt in der Tat auch die Familie Oberoi und das sind auch die Herren, beziehungsweise der Herr, der die Oberoi Hotels gegründet hat. Das ist MS Oberoi. Er war der Gründer der Hotelgruppe. Er hat eine so eine Karriere vom Tellerwäscher zum ja, Hotelier gemacht. Er hat wirklich ganz klein angefangen, kommt aus einfachen Verhältnissen, hat sich hochgearbeitet, hat auch mal was riskiert und hat auch mal was mit reingegeben. Und so hat er es dann geschafft, in Indien, in den Himalayas, in den mittleren Himalayas, sein erstes Hotel, das Clarks Hotel, zu kaufen. Und aus dieser Region, aus Shimla heraus, ist diese wirklich renommierte Oberoi Hotelgruppe entstanden. Oberoi geht wirklich Hand in Hand mit allen großen Namen, ob Four Seasons, One and Only, Mandarin Oriental, mit denen wir übrigens eine Kooperation haben. Also auch wenn euch die Hotelgruppe vielleicht nicht so geläufig ist wie diese anderen Namen, die Oberoi Hotels sind eine ultimative Luxusgruppe. Ja, bis vor ein paar Monaten hat der Sohn von MS Oberoi, PRS Oberoi, noch als Chairman fungiert und hat auch in der Tat wirklich einmal in der Woche seine GMs angerufen und wollte wissen, wie es so läuft. Und mit über 90 hat er jetzt das Zepter an seinen Sohn weitergegeben, an Vikram Oberoi, ist unser Managing Director. Ich sehe gerade, da fehlt noch ein G hinten dran. Und er hat auch das neue Logo Heartfelt Service vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. Also bei Oberoi kommt wirklich alles immer vom Herzen und es ist ein sehr distinguierter und ein sehr detailfreudiger Hotelgruppe. Hier nur einmal so kurz auf einen Blick, wo wir überall sind. Wir werden heute nicht über Indien sprechen. Wir werden auch nicht über Saudi-Arabien sprechen. Ich werde euch kurz was über die UAE, über Ägypten, Marokko vorstellen und über Indonesien und über Mauritius. Aber ich möchte jetzt eigentlich anfangen mit einem kurzen Video. Und zwar so kann ich euch, glaube ich, das beste Gefühl für die Oberoi Hotels und Resorts geben. Viel Spaß bei meinem kurzen Video. Thank you.
das war schon mal, finde ich, eine gute Einstimmung. Und ich finde auch, dass dieses Video wirklich ganz viel zeigt und ganz viel schon mal erklärt und einfach auch so das Gefühl rübergibt, was finde ich denn eigentlich bei den Oberoi-Hotels. Und ich fange jetzt auch, wie gesagt, direkt mit in der arabischen Welt an. Und sicherlich kennt ihr alle das Oberoi Beach Resort Al-Zora oder habt schon mal davon gehört. Das ist so eines unserer neuen Hotels, was wir haben. Und entgegen der anderen Häuser, die bei der Oberoi Hotelgruppe sind, sind wir hier relativ modern oder sehr modern unterwegs. Ich zeige euch mal kurz, wo das Hotel liegt, denn das ist auch wichtig für euch, für den Verkauf. Dubai und die ganzen UAE sind ja wirklich der Renner. Das ist ja etwas, wo ihr sehr oft gefragt werdet, wo natürlich auch viel passiert. Und die Oberoi Beach Resort Al-Zora liegt in dem Emirat Ajman. Nicht zu verwechseln mit Sharjah, weil Sharjah ist trocken. Das heißt, da darf ich keinen Alkohol trinken. In Ajman kann man wunderbar sein Wein zum Abendessen genießen oder auch ein Bierchen trinken. Ja, wir sind also auch von der Entfernung nur eine halbe Stunde vom Flughafen entfernt. Also es macht keinen großen Unterschied, ob ich an den Jumeirah-Strand gehe oder ob ich nach Ajman fahre. Die Fahrtdauer ist dieselbe. Und auch in die Stadt rein ist es auch ungefähr genauso weit, wie wenn man von der Palme kommt. Das Besondere am Oberoi Beach Resort Al-Zora sind in der Tat, dass es mitten in einem Naturschutzgebiet liegt, und zwar im Al-Zora Nationalpark mit ganz viel Wasser, Mangroven, Vogelwelt, hier die Flamingos im Bild, wirklich wunderschön. Und die andere große Besonderheit an diesem Haus ist, dass wir freistehende Villen haben. Und das ist jetzt zwar so eine Artist-Impression, aber weder rechts noch links haben wir Hotels. Und wir liegen wirklich an einem wunderschönen Strand, wo man auch herrlich ins Wasser gehen kann. Was ihr ganz schön hier auf diesem Bild seht, sind vorne in der ersten Reihe zum Strand die Two-Bedroom-Villen mit privatem Pool. Im zweiten, in der mittleren Reihe, liegen die Three-Bedroom-Villen. Und hinten habt ihr dann die, ich sage jetzt mal, die Standardzimmer und die Suiten. Das Hotel ist auch terrassenförmig angelegt, sodass man von überall aus einen herrlichen Blick auf den Strand hat. Ja, so sieht es von innen aus. Das ist die Lobby, also modernes Design, aber trotz alledem ist es sehr viel mit Holz gemacht, sehr viel Wasserelemente, was natürlich super in die Region passt. Und trotzdem sehr gemütlich, also kein reines Designer-Hotel, wie man es kennt, wo man sich vielleicht nicht wohlfühlt. Blick von oben auf den Swimmingpool, der hat olympische Maße mit 85 Metern und liegt also auch hier herrlich in einer Gartenanlage eingebettet, wo man sich dann eben entspannen kann. Der Pool liegt hinten am Haupthaus und dann geht man eben noch alternativ vorne zum Strand und genießt es dann. Das sieht man ganz gut hier, wo der Pool liegt. Dann haben wir die Villenkomplexe und vorne ist dann eben auch der herrliche Strand zu sehen. Und wie ihr seht, keine Palme, nichts im Wasser drin, sondern wirklich der unverbaute Strand. Blick mal kurz in die Zimmer, damit ihr so ein Gefühl dafür kriegt. Ihr werdet heute Abend eh nicht alles mitnehmen können. Aber wie gesagt, ich zeige euch nachher noch, wo ihr eure Factsheets und alle Informationen runterladen könnt. Und wir senden euch das natürlich zu. Das ist unsere Einstiegszimmerkategorie mit 81 Quadratmetern. Alle Zimmer des Oberoi Beach Resorts Al-Zora gehen in Richtung des Meeres. Und das ist ein Blick eben raus aufs Meer. Wenn ich im Ground Floor bin, dann habe ich diesen wunderschönen Garten mit dabei, mit der Terrasse. Da habe ich dann nur einen partiellen Meerblick, aber zumindest habe ich einen wunderschönen Garten mit meinen Liegen, wo ich mich aufhalten kann. Ja, das Beste wirklich von unseren Unterkunftsmöglichkeiten im Oberoi Beach Resort Al-Zora, das sind unsere Two-Bedroom-Villen. Wie ihr seht, liegen sie wirklich direkt am Strand. Es sind auch keine Liegen vor den Zwei-Bedroom-Villen, weil man hier eben auch gerne die Privatsphäre des Gastes gewähren möchte. Und man hier auch einen ungehinderten Zugang zum Meer dann auch hat. Ja, so sieht es innen drin aus. Ich finde, es sieht aus wie bei Schöner Wohnen, also wirklich totschick gemacht. Auch die Badezimmer sind sehr großzügig gemacht und Herr Oberoi versucht eigentlich bei den Villen immer einen Außenbereich nochmal zu haben, wo man draußen duschen kann oder einen Blick in den Garten, in einen privaten Garten natürlich. Ja, und wie ich schon sagte, die sind mit Pool und unverbautem Blick. Das ist also von der Two-Bedroom-Villa der Blick raus aufs Meer, also für Familien oder auch für Freunde, die gemeinsam reisen, wirklich absolut perfekt. Denn die Zimmereinheiten,
Sind wirklich wie abgeschlossene Hotelzimmer. Also es ist nicht irgendwie, dass man ein Bad gemeinsam nutzt oder einen gemeinsamen Korridor hat und dann in die Zimmer geht oder vom Zimmer über den Korridor ins Bad muss. Nein, es sind abgeschlossene Einheiten. Es geht also auch hier wunderbar, wenn man zwei Familien hat, die miteinander reisen oder zwei Paare, die miteinander reisen. Noch so ein paar Impressionen von den Two-Bedroom-Villen, wie es innen drin aussieht. Und da gehen wir dann auch schon in unser Suitenprodukt. Das ist unsere Kohino Suite mit einem herrlichen Blick raus aufs Meer. Warum ich euch dieses Bild mit reingenommen habe, ist wirklich, um euch nochmal zu zeigen, wie unverbaut und wie einzigartig Adschman ist. Ein Kunden, der vielleicht zum ersten Mal nach Dubai geht, den würde ich nicht unbedingt gleich nach Adschman schicken, sondern der möchte das Ausgefallene in Dubai nochmal erleben. Aber wenn jemand schon mehrfach dort war und einfach wegen der Sonnengarantie, wegen der guten Erreichbarkeit und wegen den guten Standards und der Sicherheit wieder in die UAE möchte, sicherlich ein perfektes Produkt, um es anzubieten. Ja, wir haben insgesamt nur 89 Zimmer im Oberoi, 89 Einheiten im Oberoi Beach Resort Al-Zora, also auch für arabische Emirate-Verhältnisse haben wir ein kleines Hotel. Unsere ganzen Resorts sind eigentlich alle nicht mehr als 100 Zimmer, mit einer Ausnahme, dem Oberoi Salah Hashish in Ägypten. Da sind es 101 Zimmer. Also auch das einfach mitnehmen. Oberoi nie mehr als 100 Zimmer. Blick in die Lobby Lounge, Blick in unsere Restaurants. Wir sind herrlich eingebettet in diese Wasserfeatures. Das ist das Vines. Im Vines werden internationale Speisen und natürlich auch indische Speisen angeboten. Wir sind eine indische Hotelgruppe und natürlich gibt es bei uns immer exquisite indische Küche, wie man sie sonst kaum findet, definitiv nicht in Deutschland findet. Nochmal ein Blick ins Restaurant innen für vielleicht entweder ganz heiße Tage oder natürlich kann es im Januar und Dezember auch mal einen etwas kühleren Abend werden, wo man gerne mal drin sitzt. Hier ein Blick eben ins Innere. Dann machen wir noch einen Ausflug ins Aquarius. Aquarius ist unser mediterranes Restaurant mit einer wunderbaren Außenterrasse. Das ist auch so unser All-Day-Dining-Restaurant. Hier kann man frühstücken, Mittagessen, Abendessen und man isst hier eben auch direkt am Strand. Ja, hier habt ihr auch die Liegen für alle Gäste, die in den, die im Haupthaus wohnen. Die gehen eben hier nach vorne und haben dann hier ihre Liege und hier ihren Strandservice natürlich mit dabei. Jetzt rede ich nochmal allgemein über die Oberoi Hotels. Wir haben natürlich in jedem unserer Hotel ein Spa. Wir haben natürlich in jedem unserer Hotel Fitness. Wir haben natürlich in jedem unserer Hotels Kids Club. Wir haben natürlich in jedem unserer Hotels Service am Strand. Das geht natürlich, it goes without saying. Das habe ich jetzt auch bewusst aus der Präsentation bei den anderen Häusern rausgenommen. Aber wie gesagt, bei den Oberoi Hotels bleibt wirklich kein Wunsch offen. Wir haben alle Fazilitäten, die ein Fünf-Sterne-Hotel braucht. Ja, das ist nochmal ein Blick an den Strand. Und dann haben wir noch etwas ganz Besonderes. Wir haben einen herrlichen 18-Loch-Golfplatz beim Hotel, der gehört nicht zum Hotel, aber er ist beim Hotel und hier kann man eben dann auch wirklich seinem Sport wunderbar frönen. Hier in allen Hotels haben wir auch entsprechende Aktivitäten. Jetzt habe ich mir die wieder ausgewählt vom Oberoi Beach Resort Al-Zora. Man kann bei uns in den Mangroven kajaken. Wir haben am Abend noch eine Fahrt mit der Yacht, Wakeboard, man kann Boote ausleihen. Wir haben also jegliche Art von Wassersportmöglichkeiten in unseren Hotels insgesamt gesehen, wo das Tauchen spannend ist. Da haben wir dann natürlich auch Tauchstationen, Scuba-Diving-Stationen mit dabei. Wir bleiben in der arabischen Welt und wir gehen jetzt einfach mal aufs Wasser, denn auch Oberoi betreibt zwei Nilkreuzfahrtschiffe. Das ist einmal die Oberoi Philae und zum anderen haben wir noch die Oberoi Sara. Beide Schiffe haben 25 bzw. 27 Kabinen, also auch hier kleine Einheiten und die Schiffe fahren natürlich zwischen Luxor und Aswan und man kann auch zwischen den beiden nicht, man muss sich nicht nur für eines der beiden Schiffe entscheiden, wobei das wirklich nicht so wichtig ist, denn beide Schiffe sind zwar von außen unterschiedlich, aber von der Innenausstattung absolut identisch. Man muss sich aber auch für seine Route entscheiden. Wir bieten Kreuzfahrten von 7 bis 4 Tagen an. Das heißt, wenn ich einen 7-Tages-Kreuzfahrt buche, habe ich natürlich auch etwas mehr Segeltage an Bord
Und wenn ich dann die Viertageskreuzfahrt buche, dann habe ich wirklich nur die ganzen Highlights mit an Bord. Also das heißt, die ganzen Ausflüge auf der Reise zwischen Luxor nach Aswan. Wir haben die detaillierten Itineraries auch für euch zur Verfügung gestellt. Es sind super Schiffe. Es ist alles mit dabei, wenn man ein Oberoi-Schiff bucht. Es sind auch alle Ausflüge mit dabei. Ihr müsst wirklich nur euren Kunden bis zum Ankunft, sage ich jetzt mal, Luxor bringen. Ab dann übernehmen wir und ihr könnt sicher sein, dass ihr einen wirklich hochzufriedenen Kunden habt. Um euch mal so eine Idee zu geben, wir liegen hier bei ca. 1300 Euro die Nacht für die Kabine. Aber ich habe natürlich auch noch ein paar Bilder mitgebracht. Wir haben natürlich einen Pool an Deck. Das heißt, wenn man sich für eine längere Kreuzfahrt entscheidet, kann man hier eben auch das Poolleben etwas genießen. Es ist ausgestattet wie ein Hotel und auch die Zimmer sind wirklich wunderschön gemacht. Mit diesen French Balconies, wo man aufmachen kann. Die Zimmer oder die Kabinen in der File sind 2 Quadratmeter größer als die Kabinen auf der Sara. Also auch hier kein wirklich großer Unterschied. Auch die Badezimmer sind außenliegend mit natürlich Shutters, dass niemand vom Land aus einem beim Duschen zugucken kann. Und also auch hier hat man wirklich jeden Luxus, den man gerne haben möchte. Und selbstverständlich haben wir auch noch die großen Suiten mit einem eigenen Whirlpool dann. Von den Suiten haben wir nur 2, immer eine vorne und eine hinten am Schiff. Was ganz wichtig ist bei den Oberoi-Hotels und bei den Oberoi-Schiffen ist, wir landen an privaten Stegen. Also ihr kennt das vielleicht von den Kreuzfahrten in Ägypten. Da liegen immer 3, 4, 5 Schiffe nebeneinander und die Gäste laufen dann über alle Schiffe drüber. So ist es bei uns nicht. Bei uns wird also wirklich in der Tat haben wir einen privaten Anleger. Das heißt, wir haben keine fremden Gäste, die bei uns über das Boot gehen und uns beim Abendessen hier stören. Also wie gesagt, alle Mahlzeiten sind mit dabei, alle Ausflüge sind mit dabei. Nur der Alkohol muss noch separat bezahlt werden. Ja, es sind wirklich herrliche Ecken auch, sodass man auch an den vielleicht etwas kühleren Tagen hier von innen oder an den sehr heißen Tagen klimatisiert dann hier natürlich auch die Ufer des Nils an sich vorbeiziehen lassen kann und das genießen kann. Die Kreuzfahrer sind noch nicht so stark unterwegs auf dem Nil, wie sie waren, wobei unsere Schiffe sehr, sehr gut gebucht sind. Aber für eure Kunden, die sich interessieren für eine Nilkreuzfahrt, jetzt ist die Zeit, es zu machen, denn jetzt sind nicht so viele, man kommt einfach besser an die ganzen Sehenswürdigkeiten ran. Ja, bei uns kann man natürlich auch in unserem Cinema was anschauen. Hier wird aber auch vom Lektor teilweise Vorträge dann gehalten. Der Tourguide, der mit euren Kunden auf die Tour geht, hat spricht auch Deutsch, also die Kunden werden entsprechend eingeteilt und es wird hier eben auch dann über die ägyptologischen Sites berichtet. Ja, auch wirklich ganz besonders ist, dass wir ein Spa mit an Bord haben und auch, dass wir ein Gym mit an Bord haben. Das werde ich jetzt bei den anderen Präsentationen zwar aussparen, aber bei den Nilkreuzfahrtschiffen ist es nicht unbedingt gegeben. Und das ist natürlich schon auch eine schöne Variante, eine schöne Möglichkeit. Ja, so fühle ich mich im Oktober, wenn ich an Bord der Oberoi Sara gehe. Ich werde in der Tat eine 5-tägige Kreuzfahrt machen, freue mich sehr drauf. Ich war auf den Schiffen zwar vorher schon mal, aber nie auf einer Kreuzfahrt. Und ich hoffe, dass es dann so ein ähnliches Bild von mir geben wird, wie ich im Pool sitze und die Schönheit des Nilufers an uns vorbeiziehen lasse. Ja, im Anschluss zu einer Kreuzfahrt kann man dann eben auch ans Rote Meer noch weiterreisen und zwar ins Oberoi Beach Resort Sahl Hashish. Wenn ihr euren Kunden einen reinen Beachaufenthalt verkauft, dann fliegt man hier nach Hurghada und geht in diesen kleinen Nachbarort Sahl Hashish. Und hier haben wir eine herrliche, ja fast 1 Kilometer Strand und einen herrlichen Gartenkomplex, sehr, sehr privat von dem Oberoi Beach Resort Sahl Hashish. Ja, du findest eigentlich immer in den ganzen Hotels der Oberois, findet man die Elemente, die kulturellen Elemente und die architektonischen Elemente integriert. Hier seht ihr auch, dass wir eigentlich eine eher klassische Hotelgruppe sind. Bei den Oberoi-Hotels kann man nicht wirklich sagen,
Dann und dann wurde es renoviert, denn wir lassen diesen Schnickschnack, nenne ich es mal in dem Fall, einfach außen vor, sondern wir haben ein klassisches, wirklich zeitloses Ambiente. Das Haus in Ägypten ist ein En-Suiten-Hotel. Einfach mal einen kurzen Blick in die Zimmer, in die Suiten. Toller Außenbereich auch mit Liegen. Ich kann auch ein Zimmer mit einem privaten Pool buchen. Das ist natürlich auch besonders schön in den Wintermonaten, weil es auch so gut eingebettet ist in den Garten und weniger Wind drankommt. Wir haben hier noch jetzt diese Pure Deluxe Suite, wo man dann noch einen schönen Sitzbereich hat. Und dann haben wir natürlich auch noch unsere großen Suiten mit dem wirklich herrlichen Bereich draußen. Und wie gesagt, dann auch ein wunderschöner Swimmingpool mit dabei. Ja, am Abend gibt es entsprechendes Entertainment. Wir sind keine Hotelgruppe, wo es laut zugeht, wo viel Musik und Band spielen, sondern bei uns wird eben auch hier kulturell einiges dargeboten. Und es ist leises Entertainment. Die Oberoi-Hotels sind sehr individuell, sehr zurückhaltend in ihrer Art und so spiegeln wir das natürlich auch bei dem Entertainment-Programm unserer Hotels zu. Wir haben in allen Hotels mehrere Restaurants, in die ihr eure Kunden gehen können. Ihr findet immer bei uns in den Hotels ein traditionelles, aus der Region ausstaffiertes Restaurant und ihr findet auch die internationale Küche und eben hier gibt es, wie gesagt, immer Varianten. Auch eine herrliche Bar ist auch immer mit dabei, die ihr genießen könnt und es geht natürlich ganz klar, wir Deutschen wollen ja eh alle draußen sitzen, wenn wir auf Reisen sind und wenn wir uns in wärmeren Gefilden verbringen, das geht natürlich auch hier im La Pergola. Ja, Recreation Activities wird auch einiges angeboten. Wir haben wirklich eine tolle Ecke vom Roten Meer. Man muss hier nur an den Strand gehen und den Kopf unter Wasser stecken und dann kann man auch schon die erste Meeresschildkröte etc. sehen. Wir bieten alle möglichen Arten von Wassersportvarianten an, sodass es auch für euren Kunden eine herrliche Unterhaltung werden wird. Ja, der tolle Infinity Pool mit dem Blick dann aufs Rote Meer, glaube ich, lädt jeden ein. Ich sagte es gerade eben schon, ein tolles Tauchrevier, das wisst ihr, das Rote Meer. Und auch hier könnt ihr bei uns natürlich super tauchen. Man geht über den Steg raus. Es ist nicht so leicht vom Oberoi Beach Resort Sal Hashish reinzulaufen ins Wasser. Da empfehlen sich Badeschuhe oder eben, dass man über den Steg rausgeht und da dann direkt ins Wasser einsteigt. Wir bleiben in der arabischen Welt und wir gehen jetzt mal zu unserem Hotel, was ja das neueste unserer Hotelgruppe ist. Wunderschön auch das Oberoi Marrakesch, eine alte Stadt, die von Palasten und Souks beherrscht wird. Wir liegen etwas außerhalb von Marrakesch, ungefähr gute 20 Minuten, knappe halbe Stunde von der Medina entfernt. Also wirklich auch ein Ort, wo man sich erholen kann und wo man natürlich dann Ausflüge machen kann in das lebendige Marrakesch, auf den Bazar mit den Händlern handeln, feilschen, schöne Souvenirs mitbringen und sich dann anschließend wirklich in diese ruhige, palastartiges Ambiente des Oberoi Marrakesch zurückzuziehen. Ja, wenn ihr so richtig eintaucht in das Hotel, dann werdet ihr sehen, von außen sieht es aus wie eine Festung eher und umso mehr man reinkommt, sieht man wirklich, wie wunderschön, mit welchen wunderbaren Ornamentarbeiten, Fliesenarbeiten das Hotel ausgestattet ist. Tolle holzverzierte Wände. Es ist wirklich absolut einzigartig und unglaublich beeindruckend und das Ganze wurde inspiriert von der Ben Yusuf Koranschule aus dem 14. Jahrhundert, aber es ist ein neu gebautes Hotel, das jeden Komfort für die Gäste bietet. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ihr habt ja sicherlich auch immer wieder mal ein Palasthotel, was ihr euren Kunden anbietet. Das ist alles super schön und super romantisch, aber es wurde halt als Palast konzipiert und nicht als Hotel konzipiert und manchmal ist es dann auch nicht so easy von der Operation auf dem Gästeniveau. Deswegen, wir bauen unsere Hotels wie Paläste und bringen dann unsere Kunden entsprechend in den guten, tollen Zimmern an. Also auch hier wieder Kleineinheit, 84 Einheiten nur, sehr klassisch gehalten. Wir haben mehrheitlich freistehende Villen mit privaten Pools. Auch dazu zeige ich euch gleich nochmal das ein oder andere Zimmer. Ja, zwei Standard, nenne ich es jetzt mal, Kategorien, die Deluxe-Rooms und natürlich auch die Villen, von denen wir am meisten haben. Und dann geht es natürlich direkt in die Suiten und in die großen Villen rein.
Das ist jetzt mal ein Blick in unsere Einstiegszimmerkategorie. Ich denke, die lässt sich zeigen. Und schöner wird es dann natürlich auch, wenn wir in die Villa gehen, wo man dann seinen privaten Swimmingpool auch hat. Und ihr seht, das ist nicht nur eine Badewanne, die man draußen hingestellt hat, sondern es ist ein wirklich schöner Pool, in dem man ein paar Züge machen kann. Und auch hier wieder das Konzept, sehr intim, sehr zurückgezogen, also wirklich sehr gut für Gäste, die ihre Ruhe suchen und die ihre Privatsphäre suchen. Blickt nochmal hier in das Zimmer einer Villa, damit ihr wisst, sind genauso schön wie die Deluxe-Suiten. Und eben auch hier, davon sprach ich ja vorher in der Präsentation, dass wir diese Badezimmer haben mit dem Blick in den privaten Garten raus. So kann man in der Badewanne liegen und einfach auch den schönen Ausblick genießen. Die Suiten sind natürlich entsprechend opulenter gehalten. Sehr, sehr schön hier unsere Royal Villa. Also Rollvilla und Suiten mit einem sehr großen Wohnbereich etc. Wir haben auch Villen für Familien, das heißt, dass wir da zwei Schlafzimmer haben. Also auch das könnt ihr immer wieder gerne bei uns anfragen. Ja, jetzt zum Essen. Ich sprach hier schon davon. Natürlich gibt es bei uns auch wieder drei verschiedene Restaurants. Das All-Day-Dining- und Outdoor-Restaurant direkt am Swimmingpool. Dann, wie sich's gehört, das wirklich opulente marokkanische Restaurant, einzigartiges Ambiente, wenn man hier hingeht. Also da geht man sich bestimmt auch vorher noch ein schönes Kleid auf dem Souk kaufen. Und dann haben wir natürlich auch noch das Outdoor Dining. Also auch das ist möglich mit Blick auf das Atlasgebirge, mit Blick in die herrlichen Gärten. Wir haben über 2000 Olivenbäume im Oberoi Marrakesch. Und wirklich wunderschöne Gärten, wo man sich aufhalten kann. Ja, und nach dem Essen noch ein kleiner Schlummertrunk in der Bar oder vor dem Essen. Also auch hier bleibt kein Wunsch offen. Ja, einzigartige, ich denke, was einzigartig ist im Oberoi Marrakesch, ist wirklich, wir haben dieses wirklich große Areal und wir können wahnsinnig viel auf unserem Areal auch machen und bieten auch für unsere Kunden, die länger bei uns sind oder auch nur kurz, wie immer sie wollen, verschiedene wirklich bespoke Ausflüge an, die dann auch im Hotel gebucht werden können. Die könnt ihr natürlich auch im Vorfeld mit buchen. Von den Kindern sprach ich, im Kids Club haben wir in allen Hotels und hier nochmal so ein paar Impressionen auf unser Haus und natürlich auch auf alle Events, die wir machen können. Gerade das Oberoi Marrakesch ist bekannt für die ganzen Events. Also wir können Hochzeiten arrangieren, wir können Geburtstagspartys arrangieren etc. Also alles, was das Herz begehrt. Ja, wir verlassen jetzt mal die arabische Welt und wir reisen weiter nach Indonesien. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Büros ist. Wir haben festgestellt, dass Indonesien sehr gut läuft. Wir haben sehr viele Buchungen für das Oberoi Bali schon bekommen. Und das Oberoi Bali ist so was ganz Besonderes für mich, denn es ist ein Hotel, was wirklich eine unglaubliche Aura hat, wenn ein Hotel eine Aura haben kann. Und es liegt in einem der allerschönsten Locations von Seminyak. Seminyak ist ja so dieses wackelige Dorf im Süden Balis. Und das Oberoi Beach Resort Bali gibt es seit über 40 Jahren. Es war eines unserer ersten Resorts, international gesehen, wenn nicht das erste, da kann ich jetzt aber keinen Verschwur drauf geben. Und das Besondere ist wirklich, dass wir eigentlich im Herzen Seminyaks liegen, aber wir haben einen so schönen großen Garten, dass in dem Moment, wo ich ins Hotel reingehe, ich tatsächlich wirklich in eine Oase des Friedens reinkomme und wirklich, ja, es ist das letzte Stückchen Grün in Seminyak. Und wir haben wirklich auch Platz in unserem Hotel. Und für alle, die schon mal in Bali, in Seminyak waren oder in Bali insgesamt, Platz ist etwas Rares dort. Also große Gärten, wo Liegen wirklich auch voneinander entfernt stehen können, ist etwas Rares. Oft liegen, sind die Liegen wirklich eine an der anderen. Und das findet man hier wirklich nicht. Also es ist ein toller, gewachsener Garten am Eingang. Das Resort liegt auch noch an dem Tempel, den wir auch, ich nenne es jetzt mal, bewirtschaften und wir unsere Priester auch dort haben und dann kommt man in diese Oase rein. Was ist das Besondere jetzt hier nochmal? Denn ich kann wirklich in der Tat auch sagen, ich wohne im Oberoi Bali in meiner Oase, aber am Abend, wenn ich mal gerne woanders auch zum Essen hingehen möchte, dann bin ich fußläufig mitten in Seminyak drin und kann mir die ganzen verschiedenen Restaurants dann auch nochmal anschauen.
Es ist alles in einer traditionellen balinesischen Architektur gehalten. Es sind alte Lavasteine, die man heute nicht mehr benutzen darf, wenn man neu baut. Und es gibt das Ganze einen Dorfcharakter. Man muss sagen, das Resort ist alt. Natürlich ist die Inneneinrichtung absolut impeccable, wie man so schön im Englischen sagt. Aber der Stil ist eben auch hier sehr traditionell. Und da muss man schon auch gucken, dass man den Kunden dafür hat. Aber ich persönlich finde das Oberoi Bali so charmant, weil es eben diesen traditionellen balinesischen Stil hat, weil es nichts Aufgesetztes ist. Die Zimmer sind kleiner als die unserer Mitbewerber, aber ganz ehrlich, ich gehe ja auch nicht nach Bali, um in meinem Zimmer zu hocken, sondern ich gehe raus, ich will an den Pool gehen, ich will dort meine Zeit genießen, ich will etwas unternehmen und die Zimmer sind wirklich sehr, sehr schön. Was ich aber hier jetzt erzählen möchte, ist, glaube ich, sehr wichtig. Vor vielen Jahren, also ich bin schon viele, viele Monde im Tourismus, aber da hatte man eigentlich überhaupt gar keine Villen in den jeweiligen Hotels, sondern man hat eben einfach die Hotelzimmer gehabt. Und der Herr Oberoi hat diese Nische, diesen Bedarf schon ganz, ganz frühzeitig erkannt. Wir haben, glaube ich, seit über 30 Jahren Villen in den Hotels, also das Haus im Haus oder mein privates Ferienhaus in meiner Hotelanlage. Und das hat er wirklich großartig gemacht. Also die Villen haben super viel schönen Platz. Wir haben sie entweder nur mit Garten oder natürlich auch mit diesem herrlichen Swimmingpool. Und das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und das ist auch wirklich, wofür Oberoi Hotels und Resorts steht. Und gerade auch das Oberoi Bali, das Oberoi Lombok und auch das Oberoi Mauritius, was ich euch nachher noch vorstellen werde, in der Tat wirklich stehen. Blick eben hier auch noch mal in die Zimmer. Ihr seht, es ist doch alles relativ gleich gehalten, also gleich in Anführungsstrichen. Blick eben auch hier in die Restaurants und in die Bar. Also auch hier gibt es viele Möglichkeiten und wie gesagt natürlich auch die Möglichkeit außerhalb in Seminyak zu essen. Und was natürlich auch ganz besonders ist, ist, dass wir die Kultur und die Menschen Balis auch hier mit eingebunden haben. Unser General Manager John Halpin ist seit, ich glaube, seit 20 Jahren lebt er auf Bali. Er ist großartig und er versucht wirklich auch die Kultur der Insel mit ins Hotel reinzubringen. Und wir haben einmal in der Woche einen wunderschönen kulturellen Abend, wo die Tänze Balis dargestellt werden. Das machen wir auch in Lombok. In Lombok haben wir aber dann wieder ganz andere Tänze, weil die Kultur doch so unterschiedlich ist, die man in Indonesien findet. Es hat so viele Einflüsse gehabt. Und das ist wirklich wunder, wunder, wunderschön, hier am Abend zu sitzen, im Amphitheater, den Tänzen zuzuschauen, den Klängen der Musik zuzuhören, nebenher ein gutes Mahl zu haben, eine gute Reisplatte zu essen, die von unserem übrigen auch deutschen Chefkoch perfekt gemacht wird, ein gutes Glas Wein dazu, also wirklich ganz einzigartig. Gym, natürlich haben wir das auch. So, und jetzt reisen wir weiter auf die Nachbarinsel Lombok. Und wenn ihr eine Kombination bucht, das Oberoi Bali und das Oberoi Lombok zusammen, mit einem Mindestaufenthalt natürlich versehen, dann bezahlen wir den Transfer hin bzw. her. Ja, und hier liegt also das Oberoi Lombok direkt gegenüber von den Gili-Inseln. Also wenn du hier schnorcheln gehst, hast du Starfishes, das sind Seesterne genau, in allen Varianten, in lila unter Wasser und du hast ein unglaubliches Unterwassererlebnis. Und das Oberoi Lombok war das erste Fünf-Sterne-Hotel auf der Insel. Bezaubernd klein, bezauberndes Personal. Und da habe ich euch auch mal wieder einen kleinen Film mitgebracht, damit ich, Moment, meine Stimme schonen kann. Hier kommt der Film zum Oberoi Lombok. Genießt es.
Ja, ich muss euch sagen, ich hoffe, es hat euch genauso fasziniert, aber dieses Hotel, ich war vor ein paar Jahren dort und ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als ich das Hotel verlassen habe, weil eben auch das Personal so unglaublich bezaubernd ist. Und ich kann es euch nur ans Herz legen und die Kombination ist wirklich einzigartig, Lombok mit Bali. Ja, keine Sorge, wir kommen jetzt zum letzten Hotel und wir reisen jetzt nochmal auf die schöne Insel Mauritius. Das Oberoi Beach Resort Mauritius ist ja auch bereits eine Institution. Es gibt es seit über 20 Jahren auf der Insel Mauritius. Und etwas, was ich euch hier auch gerne mitgeben möchte, ist, die Oberoi Beach Resort Mauritius ist ein Hotel, was ihr auf der Insel Mauritius in der Tat das ganze Jahr über verkaufen könnt. Aufgrund der Lage, nämlich im Nordwesten der Insel, ist das Haus oder die Region sehr geschützt. Das heißt, die ganzen Regen, die im mauritianischen Winter kommen, die regnen alle im Osten ab und bei uns im Westen kommt wirklich nur ganz wenig an. Auch die kalten Winde kommen nicht so stark zu uns rüber, wie man es hier an der Ostküste hat. Ihr seht also auch an der kleinen Karte, wir sind in der Nähe von Port Louis, wir sind in der Nähe von Grand Bay. Das heißt, also hier kann der Kunde mal von Abend nach Grand Bay gehen, sich das ein bisschen anschauen, ein bisschen flanieren, ein bisschen in ein anderes Restaurant mal gehen, ein Bikini kaufen oder sonst irgendwas machen. Finde ich eigentlich auch sehr schön. Ein sehr schönes Haus auch, Traum, ein sehr schöner Strand. Und natürlich auch hier wieder diese wunderschönen, riesengroßen Gärten. Und auch hier findet man den mauritianischen Stil in den Zimmern. Das ist unsere Einstiegszimmerkategorie, die Pavilions, findet man es wieder. Bei uns ist auch wirklich immer alles ajour. Es gibt eine ganz strenge Richtlinie bei den Oberoi-Hotels, wie oft Leinen in der Tat nur gewaschen werden dürfen und dann aussortiert werden müssen. Man ist immer mit dem Pinsel unterwegs. Man guckt immer, dass wirklich alles perfekt ist und auch hier keine dass man eben nicht, dass nichts abgewohnt aussieht. Was ganz schön ist bei dem Haus, was ich hier habe, sind diese Fact Sheets und auch mit den Room Layouts, die Luxury Pavilions, unsere Einstiegszimmerkategorie, die man auch verbinden kann über die Terrasse. Und dann geht es natürlich auch hier in unsere Villenprodukte. Und das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Die Villen vom Oberoi Beach Resort Mauritius sind wunderschön. Ihr habt sie entweder mit Garten oder mit einem privaten Pool. Und wir haben im Moment ein super Angebot, was alles über die großen Veranstalter buchbar ist. Denn die Oberoi-Hotels findet ihr bei der TUI, bei FTI, bei der Touristik, bei allen, bei Schau ins Land, nicht alle, aber viele findet ihr unsere Hotels und könnt sie buchen. Und aktuell haben wir eben wirklich dieses Angebot, buche eine Villa mit Garten und bekomme ein Upgrade in eine Villa mit Pool. Da spart man sich ungefähr 300 Euro pro Nacht und hat diese wunderschöne Poolvilla. Ja, dann gibt es natürlich das Ganze auch nochmal immer ein bisschen größer und noch ein bisschen größer mit zwei Schlafzimmern und noch ein bisschen größer als präsidentiale Variante. Und eben wirklich noch ein bisschen größer, nämlich dann die Royal Villa. Und was wir hier eben auch machen können, ist, dass wir Gärten dann zueinander bringen können. Wenn ihr also eine große Familie habt, ich glaube, das ist so die Traumbuchung eines jeden, so Familie mit 10 Leuten ins Oberoi Beach Resort Mauritius für 10 Tage und dann die Royal Villa und dann können wir eben auch noch das Ganze größer machen und dann die einzelnen Garden Villas quasi mit dazuschlagen, sodass eure Kunden auch hier eine große Einheit für sich haben. Natürlich auch hier wieder verschiedene Restaurants. Man kann al fresco essen in The Restaurant, das ist unser All-Day-Dining-Restaurant. Oder man kann natürlich auch direkt am Meer essen. Mittag- und Abendessen werden angeboten. An speziellen Tagen wird der Gunpowder Room geöffnet. Das ist noch so ein historisches Gebäude aus der Zeit der Franzosen. Und natürlich haben wir auch eine Bar und unser GM ist sehr innovativ. Er hat auch diesen Herbst Trail, wo dann am Abend auch tolle, also einmal die Woche auch nur so ein intimes Abendessen arrangiert wird. Hier lernt man dann auch die anderen Gäste leicht kennen und kommt nett ins Gespräch. Das ist also wirklich super schön auch. Wir haben zwei Swimmingpools, einen für Adults, einen für Familien. Natürlich auch hier unsere privaten Sachen wie Yoga, Tai Chi, was angeboten wird und im Preis mit drin ist. Und natürlich auch der nicht motorisierte Wassersport.
Was die Oberoi Hotels und Resorts wirklich alles gemeinsam haben, das sind die sogenannten Touching Senses. Und zwar, was wir wirklich versucht haben, und das machen wir auf Bali, das machen wir auf Mauritius, das machen wir in Marrakesch, das machen wir in den UAE. Wir haben ein Programm, wo wir wirklich überlegen, was ist denn, was kann man denn Besonderes nur an diesem Ort machen? Zum Beispiel, natürlich kann man auf Mauritius die verschiedenen Rumarten probieren. Und deswegen bieten wir für unsere Kunden ein Rum-Tasting an. Wir können mit einem mauritianischen Maler zusammenarbeiten, dass er einmal zeigt, Mensch, wie ist denn die Kunst auf Mauritius? Wir machen einen Abend, wo wir in die Sterne schauen, einen Astrologen haben, der dann die Sterne dann eben auch erklärt. Also hier gibt es immer was Besonderes. Das ist die Art von Entertainment, die wir bei den Oberoi Hotels anbieten. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt alle mal Lust auf so ein Oberoi Hotel bekommen und würdet auch mal gerne hingehen. Und auch das kann ich euch heute Abend anbieten. Geht zur Oberoi Academy. Ihr müsst nur eingeben bei Google Oberoi Academy. Das kommt dann hoch. Ihr müsst euren eigenen Account anlegen. Und dann habt ihr einmal unter der Rubrik Sales and Marketing, wie ihr es hier seht, bekommt ihr alle Informationsblätter, alle Broschüren, die wir haben, alle Factsheets, die wir haben, alle Fotos, alle Videos. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, ist unter Sales and Marketing abgelegt. Hier habt ihr auch die Kontakte natürlich zu uns und natürlich auch die Kontakte zu den jeweiligen Hotels. Die findet ihr unter Contact Us. Wenn ihr einen Kunden habt, der eine besondere Anfrage hat, dann könnt ihr gerne eben auch zu den Kollegen direkt gehen oder natürlich auch eine E-Mail an mich schreiben. Meine E-Mail-Adresse solltet ihr jetzt haben. Und wenn ihr euch die Mühe macht und auf unsere Hotel Destinations geht und unsere Quiz für unsere Hotels absolviert, dann bekommt ihr einen Gutschein für 2 Übernachtungen in einem unserer Oberoi Hotels. Das könnt ihr dann frei wählen. Das heißt, wenn ihr einen Mauritius-Urlaub plant und sagt, Mensch, da würde ich gerne mal Oberoi ausprobieren, dann macht doch wirklich unsere Quiz durch. Es sind 9 Quizze, die ihr absolvieren müsst. Und dann bekommt ihr einen Gutschein und könnt sagen, dann und dann möchte ich gerne ins Oberoi Mauritius gehen. Und wenn es die Verfügbarkeit erlaubt, dann könnt ihr wirklich das Oberoi Hotel auch genießen. Und im Normalfall geben wir euch im Anschluss dann auch eine Expedientenrate. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier ganz auf Mauritius Kreol verabschiedet sich hier das Team des Oberoi Mauritius. Einfach hier zum Abschluss. Der Mann in der grünen Hose ist unser General Manager. Und das andere sind die Kollegen. Ja, für mich wird es jetzt auch Zeit, dass ich mich von euch verabschiede und dass ihr auch so lange mit mir durchgehalten habt und nicht das Webinar verlassen habt. Im Nachgang, wie gesagt, bekommt ihr von mir nochmal alle Informationen und der Thomas wird das Video auch bei euch dann hinterlegen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Lieber Thomas, over to you. Genau. Vielen Dank, liebe Claudia, für die Präsentation. Wir waren ja unter einer Stunde hervorragend. Also ich möchte unbedingt wieder in Urlaub. Unbedingt. Und wir sind ja wirklich sehr Luxusreisen aufgestellt, Luxusreisenlastig aufgestellt. Wir haben ja diese persönliche Reiseberatung und da kommt ihr uns mit euren Produkten wirklich sehr entgegen. Und ich möchte nochmal erinnern an das Webinar, was wir übermorgen mit dir haben für Nullo Hotels. Ich habe gerade schon bei Facebook den einen oder anderen Post dagelassen. Wenn ihr den bitte kommentiert, dass euch der Abend hier gefallen hat, wäre das super schön. Auch nochmal als Anreiz für den übermorgigen Tag, wäre das ganz toll. Ja, wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir, schickt sie Claudia. Ich werde sie gerne weiterleiten, dann die Fragen. Und Claudia, nochmal vielen, vielen Dank. Euch allen einen schönen Abend und wir sehen uns übermorgen. Jawohl, ich danke euch auch. Macht's gut. Ja, bis morgen. Tschüss. Ciao. Danke, dass ihr da wart.